Der Grenzstreifen zwischen zwei Feinden. Israel und die Hisbollah-Miliz mit ihren Hochburgen im Süden des Libanon. Hinter diesem Felsen beginnt der Libanon. Und darunter der Eingang zu einem Angriffstunnel, den die Hisbollah-Miliz gegraben und die israelische Armee entdeckt hat. Wir können nun erstmals einen Blick in diesen Tunnel werfen. Jahrelang hatten israelische Dorfbewohner in der Nähe verdächtige Geräusche gehört. Doch entdeckt wurde nichts. Mindestens 4 Jahre hat es gedauert, diesen Tunnel zu graben, der von Libanon bis hier nach Israel verläuft. Und so lange war das Ganze auch geheim. Niemand wusste, dass bis zu 80 Meter unter der Erde und fast 1 Kilometer lang dieser Angriffstunnel verläuft. Streckenweise schlängelt sich der Tunnel wie eine Wendeltreppe. Mit so einer spiralförmigen Struktur hatte keiner gerechnet. Auch deshalb konnte ihn die israelische Armee trotz ihrer modernen Ortungstechnik zunächst nicht finden. Mit diesen handlichen Bohrkronen haben sich die Tunnelbauer durch das massive Gestein gefräst, erklärt Jonathan Konrikus von der israelischen Armee. Mit einer elektrischen Seilwinde zogen sie, wie im Bergbau, Waggone über Schienen, um Geröll abzutransportieren. Die Hisbollah hat diesen und andere Tunnel gegraben, um sich die Möglichkeit zu schaffen, Überraschungsangriffe auf die israelische Zivilbevölkerung und die Armee auszuführen. Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz, auch von der EU als Terrororganisation eingestuft. Schiitische Kämpfer, finanziert von Israels Erzfeind, dem Mullah-Regime im Iran. Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah hat im libanesischen Fernsehen gesagt, die Tunnel seien nur ein kleiner Teil seiner Strategie, Israel anzugreifen. Ja, einer unserer Pläne für den nächsten Krieg sieht vor, nach Galiläa einzudringen. Ob wir es auch tun, entscheiden wir dann abhängig vom Verlauf des Krieges. Die Eliteeinheit der Hisbollah soll hinter dem Tunnelprojekt stecken, das selbst innerhalb der Organisation als Geheimsache galt. Dieser größte Tunnel war fast fertiggestellt und einsatzbereit. Hier sieht man eine Fernsprechanlage, die von der Hisbollah stammt, haben wir von der Armee erfahren, und auch die Beleuchtung und die Kabel, alles ist noch hier. Stromkabel, Verbindungskabel, die Infrastruktur der Hisbollah. Als der Angriffstunnel aufflog, war die Telefonanlage noch in Betrieb. Unsere Soldaten haben den Hörer abgehoben, nur um zu sehen, ob auf der anderen Seite jemand antwortet. Und was wurde geantwortet? Nichts Großes, so etwas wie, blöd, dass wir jetzt keinen Tunnel mehr haben, oder vielleicht etwas weniger Höfliches. Immer wieder finden sich Spuren der schiitischen Tunnelbauer, etwa arabische Graffiti. Hier steht zum Beispiel Allah. An anderer Stelle ist eine Inschrift gelesen worden mit dem Text, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Der Tunneleingang im Libanon ist gut getarnt. Wie bei anderen aufgeflogenen Tunneln befinden sich die Eingänge mitten in Häusern. In diesem Fall im grenznahen Dorf Ramir. Die entdeckten Tunnel befinden sich in der Gegend, in der 2006 der letzte Libanonkrieg ausgebrochen ist, nachdem israelische Soldaten hier angegriffen worden waren und 2 von ihnen verschleppt wurden. Von ihrem Militärfahrzeug war nicht mehr viel übrig. Israel reagiert damals mit Angriffen auf mehrere Einrichtungen der Hisbollah im Libanon. Die Hisbollah feuert tausende Raketen auf Israels Norden. Die Zivilbevölkerung leidet auf beiden Seiten. Ein Konflikt herrscht seit Jahrzehnten. Im Moment herrscht angespannte Ruhe im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Ein ganzes Tunnelsystem soll die Hisbollah in ihren Hochburgen auf der libanesischen Seite der Grenze aufgebaut haben. Israel sieht in der Schiitenmiliz, die Befehle aus dem Iran erhält, die derzeit größte Bedrohung. Die jüngst entdeckten Terrortunnel
hat die israelische Armee mit tonnenweise Spezialzement vollgepumpt und damit unbrauchbar gemacht. Doch das werde die Hisbollah nicht davon abhalten, neue Tunnel zu graben. So das ernüchternde Fazit. Wir sind eins. ARD.